Jo, wir haben Ton. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Viele von euch steigen direkt rein, Leute. Wir geben direkt Gas. Viele von euch fragen immer oder sagen immer, jo, kannst du mal ein bisschen mehr von der Maschine zeigen, wie du anfängst, wie du ausklappst? Na, das machen wir doch jetzt, ne? Wir kommen an. Ich war hier schon, ich bin bis hier eben gekommen, musste nochmal Flüssigdünger nachholen. Also wir fahren nach wie vor Flüssigdünger, teilflächenspezifisch. Hier ist sozusagen meine Applikationskarte hinterlegt. Und so sieht das aus, wenn wir auf dem Acker ankommen. Spritze eingeklappt, ganz logisch. Was machen wir jetzt? Wir drücken hier hoch, geht das Gestänge ganz hoch, bis es angeschlagen ist. Und dann gehen wir hier auf die Taste, ausklappen. Und schon klappt die aus. Alles ISOBUS gesteuert, das heißt, wir geben nur der Spritze Bescheid, was sie machen soll. Und sie nimmt sich dann entsprechend Öl vom Trecker und sagt, ey, gib mal ein bisschen Druck, ich muss hier was machen. Dann klappen wir einmal komplett aus. So, die Seite ist ausgeklappt. Kommen wir nochmal zu der Seite rüber, die ist auch ausgeklappt. Der nächste Schritt ist dann hier. Wir haben eine Gestängesperre drin. Wir haben hinten ein Schloss, damit das... Normalerweise kann das Gestänge ja pendeln. So. So kann es ja pendeln. Das heißt, hier drücken wir jetzt das Schloss so lange, bis es da aufgeht. An der Spritze selber sieht man keinen Unterschied, es sei denn, man steht schräg. So. Offen. Das heißt, das Gestänge kann jetzt pendeln. Das ist jetzt sozusagen in der Mitte aufgehangen und kann sich jetzt so ein bisschen ausgleichen. Das reicht uns aber noch nicht. Wir aktivieren jetzt die automatische Gestängeführung. Es fährt die automatisch runter. Ich habe einen Abstand eingespeichert. So, kann mir den jetzt hier anzeigen lassen. So, das ist die Gestängeoberkante, nicht Unterkante. Gestängeoberkante 1,80 aktuell. Da fahren wir jetzt mit. Ich kann, wenn ich Pflanzenschutz fahre, kann ich jetzt verschiedene Höhen einspeichern. Das heißt, im Vorgewende würde er das jetzt auf diese Höhe hochfahren. Und wenn ich dann in den Bestand reinfahre und sobald die Spritze anfängt, fährt sie runter. Die macht das schon so ein bisschen vorher. Das heißt, die Spritze weiß ja, wo sie gleich anfangen muss. Das heißt, sie fängt schon an runterzugehen und schaltet dann ein. Und das war ziemlich simpel. Dann haben wir hier oben nochmal die Switch-Taste. Wir müssen jetzt hier noch automatisch aktivieren, dass er sich automatisch um die Teilbreiten kümmert. Das machen wir, indem wir hier einmal die Automatik betätigen. Jetzt haben wir da oben eine Automatik drin. Gehen nochmal wieder zurück und aktivieren jetzt die Spritze. Vorher haben wir nur die Automatikbereitschaft gemacht. Jetzt sagen wir, okay, wenn immer du über eine Fläche kommst, die noch nicht gespritzt ist, kannst du spritzen. Und das würden wir jetzt auch mal machen. Ich schalte jetzt die Pumpe ein. So. Die Pumpe von der Spritze ist aktiviert. Autopilot, Bereitschaft können wir auch mal. Und jetzt können wir vorrollen. Wir können auch noch machen, dass er am Vorgewende auch automatisch fährt. Das ist gar kein Problem. Müssen wir bloß die entsprechende Linie auswählen. Hier müssen wir dann noch einmal auf unsere aktuelle Spur versetzen. Das können wir aktuell nicht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil er immer noch lädt. Das ist so ein bisschen bei Fan-GPS. Das braucht immer ein bisschen länger. Genau. Ah, jetzt hat er geladen. Jetzt könnten wir die noch ein bisschen versetzen. Genau. Jetzt sehen wir, Moment, ich mache euch das mal groß, jetzt sehen wir hier unten eine braune Linie. Jetzt fragt ihr euch, warum ist die Vorgewendelinie genau auf meiner Fahrgassenlinie? Ich habe mir die beim Güllefahren als kleine Hilfslinie mit eingezeichnet. So, das heißt, wenn ich jetzt hier Go drücke, ist der Autopilot drin. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch rollen und die Fläche abfahren. Und sobald wir jetzt hier, ne, das heißt rot, der Spritzbalken ist jetzt scharf geschaltet, und sobald wir gleich über eine Fläche kommen, die noch nicht gespritzt ist, ne, seht ihr, an der außen hat er jetzt schon mal eingeschaltet, da waren wir vorhin nicht ganz so dicht dran, da. Jetzt hat er alle Teilbreiten eingeschaltet. Und jetzt seht ihr da oben meine Ausbringmenge, 211 Liter. Und da, ich muss ein bisschen schneller fahren, ich fahre zu langsam. Kann er die Mengen nicht einhalten. Und da seht ihr jetzt soll er 222 Liter fahren und da seht ihr jetzt die aktuelle Litermenge, die er jetzt fährt. So, jetzt fahren wir gleich in die nächste hellere Zone rein. Ah, noch nicht. Bleibt wohl bei 222 Liter. Vielleicht, wir waren glaube ich nicht in der dunkleren.
sah wahrscheinlich nur so aus. Ja, und im Prinzip muss ich jetzt eigentlich nur die Fläche abfahren. Für alles andere kümmert sich jetzt die automatische Teilbreitenabschaltung. Und der macht das nicht nur für das ganze Spritzgestänge, sondern immer im 3-Meter-Modus kann er abschalten oder zuschalten. Und deswegen ist Flüssigdünger eins der effektivsten und überhaupt applikationsgenauesten Ausbringungsverfahren. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel um eine Kurve fahre, fahre ich jetzt in dem Moment, wo ich anwinkel, deaktiviere ich selber den Spritzbalken. Ne, er würde jetzt, ja klar, wir waren jetzt um eine Kurve noch nicht rumgefahren, also er würde jetzt den Spritzbalken anlassen und im Inneren würde er dann anfangen abzuschalten. Aber wenn ich das so mache, kann ich schön in die Ecken reinstoßen und dann funktioniert das noch viel genauer. Weil ihr müsst verstehen, wir haben ja bei der Kurven, wenn wir Kurven fahren, haben wir unterschiedliche Geschwindigkeiten am Spritzgestänge. Da außen bewegt sich ganz schnell, innen steht fast auf einer Stelle. Dreht sozusagen direkt auf einer Stelle herum. Und deswegen ist das ein bisschen besser, wenn man das so ein bisschen eckig fährt. Das heißt, man fährt bis eine bestimmte Kante, aktiviert das wieder. Jetzt kann ich das wieder aktivieren. Und jetzt kann ich vorrollen. Jetzt macht er die Außen an und ihr seht, ah, okay, die Innen, da waren wir ja schon. Und jetzt schaltet er die nacheinander zu. Zack. Und jetzt haben wir ein schön gerades Vorgewende gefahren. Und genau so machen wir das auch, wenn wir Pflanzenschutz fahren. Schön in die Ecken schieben, genauso rechtswinklig reinfahren, an ausschalten und dann habe ich wirklich ein richtig schönes Vorgewende gefahren. Wirklich schön. Genau. So, also die Ausbringmenge, ne, wenn ich jetzt, ihr seht, ich fahre jetzt eine kleine Kurve, ihr seht jetzt, die Spritzgestänge auf der Seite steht jetzt so ein bisschen. Ja, das war jetzt hier natürlich nur eine kleine Kurve. Aber wenn ich eine 90-Grad-Kurve fahre, steht eine Seite wirklich das Spritzgestänge. Ja, es fährt sogar noch wieder ein Stück rückwärts. Ne? Also könnt ihr das ja mal zu Hause nachspielen. Wenn ihr was ganz Langes habt und das dreht ihr, seht ihr auch irgendwann, eine Seite bewegt sich rückwärts, die andere Seite vorwärts. Und das ist natürlich sehr schwierig für das Gerät. Die Spritze ist schon ein bisschen älter, die ist 2015. Die neuen erkennen das auch so ein bisschen. Die haben GPS-Empfänger auch auf dem Gestänge drauf. Das heißt, die wissen dann irgendwann, wann ein Spritzbalken sich auch rückwärts bewegt und auch der wird dann abgeschaltet. Und die können natürlich um einiges mehr. Ne? Ich glaube, die ganz neuesten können inzwischen auch unterschiedliche Mengen innerhalb des Spritzbalkens ausbringen. Mit diesem Pulsdüsenschaltung. Also da hat sich ganz, ganz viel getan, aber selbst meine Spritze kann schon ziemlich viel, muss man sagen. Mit dem Teilbreitenschaltung, mit den Mengen, automatisch werden die eingehalten. Ja, ihr seht da oben, jetzt stehen da die 222 Liter, die fahren wir da ganz genau raus. Und die fahren wir auch wirklich sehr genau raus. Und wenn wir jetzt schneller oder langsamer werden, dann würde die Spritze sich auch sofort anpassen. Das Einzige, was man hier bei den Spritzen aufpassen muss, der Spritzdruck. Jetzt haben wir 3,5 Bar an den Düsen. Die Kammern von 1,5 oder war ein Bar? 1,5 glaube ich war es. 1,5 bis 4 Bar definitiv. 4 Bar weiß ich definitiv, kann man fahren. Und man muss auch gucken, je mehr Druck man auf dem Gestänge natürlich hat, desto feiner werden die Tropfen. Das gilt für den Pflanzenschutz, das gilt aber auch für Flüssigdünger. Und wenn wir jetzt so eine Bedingung haben, hier mit Sonne und so, klar, die haben wir jetzt die letzten Wochen gehabt, da können wir ja nun nichts mehr dran ändern, dann müssen wir auch darauf achten, damit wir die Tropfengröße möglichst groß halten. Wenn man große Tropfen, die auftreffen und direkt abperlen. Ne, wenn wir es irgendwann so richtig zerstäuben, kann das schon so sein, klar, wird ein minimaler Teil übers Blatt aufgenommen, aber das sind wirklich nur Spuren an der Menge, vor allen Dingen gerade, wenn wir so wenig Blatt haben wie jetzt aktuell. Viel, viel schlimmer ist es, die Tropfen, die auf dem Blatt bleiben, für diesen Linseneffekt sorgen und dann ja, sich ein bisschen einbrennen. Da können wir wirklich die Pflanze schädigen und wir schaffen dann auch eine Öffnung für Krankheiten. Deswegen große Tropfen. Ich glaube, irgendwann in Zukunft werde ich mir noch größere Düsen holen. Das heißt, größere Düsen mit noch größeren Löchern, die so richtig noch größere Tropfen machen. Weil dann kann ich auch bei höheren Mengen ein bisschen schneller fahren. So musste ich jetzt von 11, die ich vorhin im anderen Weizen gefahren bin, musste ich jetzt runtergehen auf 10, weil wir hier
222 Liter. Also hier kommen 230 Liter durchschnittlich auf der Fläche. Auf den anderen waren wir bei 200 Liter durchschnittlich. Woran liegt das? Das sind natürlich die Düngebedarfsermittlungen, N-Min. Überschüsse hatten wir nicht, nirgendwo. Aber auch die Ertragserwartung, hier sind 60 Bodenpunkte. Da geht natürlich um einiges mehr als ein bisschen weiter hinten auf der Sandkuppe. So, hier funktioniert das wieder genauso. Hier schalte ich das ja manuell ein und aus. Und dann hole ich, euch gleich nochmal dazu, wenn wir eine Runde rum sind. So, wir sind jetzt eine Runde rum. Was ich jetzt machen kann, jetzt kann ich die Taste hier drücken. Und jetzt berechnet er eine Feldgrenze. Das ist nämlich insoweit ganz interessant, weil wenn immer ich jetzt mit dem Gestänge über diese Feldgrenze komme, schaltet die Spritze nicht ein. Das heißt, ich könnte auch über Wege, über Gräben umdrehen und da passiert absolut gar nichts. Ich kann natürlich jetzt weiter in diesen ganz normalen Automatikmodus fahren, aber er würde, wenn ich immer über den Weg komme oder so, würde er einschalten. So, jetzt gucken wir uns mal an, was er sich jetzt zusammenrechnet. Dauert in der Regel mal so einen kleinen Moment. Aber es dauert nicht wirklich länger, als dass ich mir die nächste Spur suche. Ja, jetzt haben wir überall die Feldgrenzen drin. Wie ihr seht, haben wir jetzt überall eine rote Linie. Wenn wir uns das jetzt einmal hier von oben angucken wollen, drücken wir einmal die Taste. Jetzt seht ihr, wir sind einmal außen rum. Er hat jetzt da überall eine Grenze drumherum gezogen. Und wann immer wir diese Fläche verlassen, schaltet die Spritze nicht ein oder aus. So, Automatik bleibt drinnen. Nee, Automatik muss ich jetzt wieder aktivieren. Die geht dann immer einmal raus. Und er hupt dann. Also er sagt auch jedes Mal mir Bescheid. Alter, du verlässt jetzt mit der Spritze, mit dem Gestänge, verlässt du jetzt das Feld. So, dann drücke ich hier, wähle jetzt Fahrgasse aus. Und da habe ich jetzt meine Fahrgassenlinien. Lass das hier eingeschaltet. Suche jetzt meine nächste Linie. Ein bisschen sieht man jetzt hier, wo wir schon waren. Wir sind ja mit dem Güllefass dieselben Linien gefahren. Kann ich jetzt aktivieren. Jetzt zieht er sich, da kommt er rein. Man sieht die da so ein bisschen schon. So, mache ich Tempomat rein. Und ihr seht, zack, schaltet er das ein. Interessant wird es jetzt, wenn wir gleich hier auf der Seite kommen, wo wir schon waren. Wir haben jetzt hier einen Keil, fahren jetzt sozusagen aufs Vorgewende drauf und jetzt sieht man, wie er nach und nach die Düsen abschaltet. Würde man so mit der Hand nie hinbekommen, weil man auch gar nicht richtig sieht, wie weit war man nun und wie weit war man nicht. Ja, dann haben wir die letzte an und zack. Jetzt fahren wir am Vorgewende und suchen uns die nächste Fahrgasse da vorne. Bei so einem Spitzenkeil, der ist wirklich sehr spitz, muss man dann immer ein bisschen mit einer Schlaufe arbeiten. Das heißt, wir fahren mit einer Schlaufe und fahren dann über die Spur rein. Die ist nämlich genau von der Ecke, geht diese los. Jetzt sind wir hier umgedreht. Jetzt drücken wieder Go. Dann fahren wir vorsichtig rum. Da muss man ein bisschen beim Rumholen ein bisschen aufpassen, damit man nicht zu dicht an die Schläuche kommt. Schalte das scharf. Ich habe das jetzt einmal ausgemacht beim Umdrehen. Und dann fahre ich gerade raus und jetzt sieht man, wie er die nach und nach zuschaltet. Ich mache das bei so einem Wendemanövern gerne mal aus, weil wenn man am Vorgewende zum Beispiel eine Schlaufe fährt und man kommt dann mit dem Spritzgestänge über einen Bereich, wo man noch nicht war, dann schaltet er sich da auch an. Und deswegen mache ich das immer mal gerne aus. Das funktioniert schon ein bisschen besser. So, jetzt haben wir wieder alle dran. Und da oben am Vorgewende kann er ja alle mit einmal ausschalten, das ist gar kein Problem. Aber da seht ihr mal, wie so eine Spritze so arbeitet und wie genau die inzwischen so ist. Ne? Wenn wir noch Pflanzenschutz ausbringen würden, ist es ja genauso. Das meiste in der Spritze ist immer Wasser. Wenn wir jetzt angenommen, wir fahren mit einem Präparat 2 Liter auf dem Hektar, dann sind 198 Liter auf dem Hektar Wasser. In der Regel fährt man immer mit 200 Liter. 200 Liter ist meistens so die mindeste Aufwandmenge von Wasser in den meisten Präparaten. Es gibt auch Mittel von 100 Liter, es gibt aber auch Mittel, wo man 400 Liter Wasser braucht. Und dann könnt ihr euch halt vorstellen, wenn wir jetzt 198 Liter Wasser haben und der Rest ist Mittel und von diesem Mittel ist dann tatsächlich aber nur 200 Gramm auf dem Hektar Wirkstoff.
wie weit das verdünnt ist und wie präzise wir heutzutage schon Pflanzenschutz ausbringen. Und er macht das die ganze Zeit vollautomatisch, wenn ich da um die Windräder rumfahre oder so, immer schaltet er das an und aus. Es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel am Vorgewende fahre, ich habe 90% abdriftmindernde Düsen. Wenn ich noch ein bisschen langsamer fahre, kann ich sogar 95% Abdrift erreichen. Das heißt, ich erhöhe damit, wenn ich langsamer fahre, erhöhe ich die Tropfengröße und verhindere diese Abdrift, dass dieser Sprühnebel irgendwo hingeht. Ne? Das ist ja das, was nicht mehr gewollt ist. Und so kann ich auch mit einer Düsengröße, mit der Geschwindigkeit, mit der Wassermenge, kann man eine Benetzung beeinflussen, kann man auch die Abdrift beeinflussen. Das heißt, dass dieser Nebel irgendwo hin verfliegt, was man nicht will, denn der Wirkstoff soll auf die Pflanze kommen. Ja, und dann düse ich jetzt hier und fahre erstmal meine Fläche so weit weiter. Und dann denke ich mal, schmeiße ich euch später noch wieder Drohnenaufnahmen rein. Also, bis später erstmal. So, da sind wir wieder. Ein Tag danach. Wir haben jetzt hier noch 2 Spritzen Flüssigdünger zu fahren. Ich war aber gestern Abend unterwegs und habe Mikronährstoffe noch in den Raps gebracht. Warum macht man das? Zum einen, weil auch Pflanzen Mikronährstoffe brauchen und zum anderen, es ist jetzt ziemlich kalt, muss man sagen, immer wieder. Die Pflanzen würden gern wachsen, kommen aber auch unzureichend richtig an Nährstoffe. Dann kann man die mit Mikronährstoffen ein bisschen unterstützen und kann das auch dann fahren, wenn sie es... man muss die ja sowieso geben, beziehungsweise man gibt die ja sowieso, aber dann kann man die zu dem Zeitpunkt geben, um die Pflanze so ein bisschen besser zu unterstützen. Ist ja logisch, dann fahre ich mit anderen Düsen. Ja, das sind hier meine Tropfdüsen, meine FD-Düsen. Und die Mikronährstoffe habe ich mit anderen Düsen gefahren, weil da will ich ja eine Benetzung. Da will ich ja kleine Tropfen haben. Und die sollen ja dann an den Blättern haften. Dann bin ich gestern Abend losgefahren, 6:30. So dass wenn der erste Tau aufzieht, damit das schön an den Blättern haftet und damit er auch den Tau, die Feuchtigkeit nutzen kann, der Raps, damit das Ganze schön aufgenommen wird. Am Tage wäre da nicht ganz so gut, weil wir würden ja ähnlich wie hier ist jetzt Tau drauf. Ich weiß nicht, ob man es sieht, so kleine Wasserperlen. Aber die sorgen dafür, wenn sie nicht richtig wegtrocknen können, für einen Linseneffekt und brennen sich ein. So. Und dann hat die Pflanze natürlich nicht ganz so viel Zeit, das Ganze aufzunehmen. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn wir angenommen 200 Liter Wasser mit ausbringen und da drin sind die Nährstoffe gelöst, dann haben wir 20 Milliliter auf dem Quadratmeter. So bei Sonnenwetter hier, 16 Grad, Sonne sind natürlich 20 Milliliter innerhalb von ein paar Minuten verdunstet. Oh, bin ich dagegen gelaufen, Leute. Und deswegen machen wir sowas am besten nachts. Und generell, Pflanzenschutzmaßnahmen fahre ich auch am liebsten nachts. Nicht, weil mich denn keiner sieht, sondern weil wir halt Tau haben, wir haben Windstill, wir haben kühle Temperaturen. Und all das begünstigt eine vernünftige Aufnahme bei den Pflanzen. Bei Insektiziden ist es sogar so, dass eigentlich nur dann die Schaderreger im Raps hängen zum Beispiel. Bienen fliegen nicht. Einige Mittel sind tatsächlich auch nur in den frühen Morgenstunden oder Abendstunden zugelassen. Ne, gibt's immer, in jedem Insektizid gibt es eine Bienengefährdung, B1 bis 4. Und die sagt einem, was man machen darf und was man nicht machen darf. Einige Insektizide sind gänzlich verboten, auf Blühflächen ausgebracht zu werden. Gibt es auch nette Programme inzwischen, die einem helfen, dann eine Entscheidungshilfe zu haben, bevor man für jedes Spritzmittel ausgiebig die Packungsbeilage durchlesen muss, die man ja sowieso durchlesen muss, ganz logisch. So, jetzt haben wir hier gleich alle durch. Die äußeren sind hier so mit so Klemmen geschützt, damit wenn wir irgendwo hängen bleiben, damit die sich nicht verdrehen. Also kommen wir nochmal zurück zu den Mikronährstoffen. Wir können mit Mikronährstoffen die Pflanze unterstützen. Das ist problemlos möglich. Wenn wir jetzt angenommen, wir lassen sogar jetzt eine kleine Menge flüssigen Dünger im Tank, mischen das mit Wasser auf, benetzen damit die Pflanze, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir auch Stickstoff, kleine Mengen, übers Blatt aufnehmen können. Damit können wir die Pflanze jetzt unterstützen, ihr sofort Nährstoffe geben. Jetzt gibt es 4-5 warme Tage und dann soll es aber wieder sehr kalt werden. Pflanzenschutz, also Insekten brauchte ich nichts machen. Da sind immer noch keine in der Gelbschale. Das heißt,
ich könnte das auch nicht mit Pflanzenschutz kombinieren. Man kann es theoretisch mit Pflanzenschutz kombinieren, aber da muss auch eine Maßnahme erfolgen. Und ich finde, gerade ist es wichtig, die Pflanzen vernünftig zu versorgen, damit die vernünftig wachsen können bei den kalten Temperaturen, anstelle irgendwas zu warten und noch irgendwie zu kombinieren. Geht ja auch relativ fix mit so einer Spritze, ne? Man schafft ja richtig Hektar. Deswegen habe ich das, die Mikronährstoffe solo gefahren. Wenn ihr euch jetzt fragt, was habe ich da alles drin gehabt? Ich hatte Mangan, Molybdän, Bor, bisschen Eisen und bisschen Stickstoff, Magnesium und Schwefel. Das sind keine Mikronährstoffe, sind Makro. Ne? Stickstoff, Magnesium und Schwefel sind Makronährstoffe. Das werde ich beim Getreide genauso machen. Ich will das jetzt ein bisschen unterstützen. Ich könnte das jetzt mit einer Herbizidmaßnahme kombinieren. Ist mir ein bisschen zu heiß. Wenn es nächste Woche wieder kalt werden soll, ist mir zu heiß, um ehrlich zu sein. Dann fahre ich lieber nur Mikros jetzt erstmal, um die Pflanze zu unterstützen bei der Jugendentwicklung. Und dann sehen wir weiter. Gut, jetzt habe ich die Düsen alle gedreht. Ihr kennt das Spielchen. Streukarte ist hier hinterlegt. Fahre ich jetzt in meine nächste Spur drinne rein, da war die Spritze gestern alle. Mach den Autopiloten an, Spritzautomatik einschalten, Pumpe einschalten, Gestängeautomatik aktivieren, Spritzbereitschaft herstellen. So, und jetzt in die entsprechende Fahrgasse rollen, dann geht das wieder seinen Gang. Müssen wir mal gucken, wo es kommt, Die noch nicht, die nächste haben wir. Ich hatte gestern so ein Glück, dass ich genau bis unten fahren konnte. So, hier vorne ist übrigens das der Weizen nach Körnermais. Hier ist nach unserem ganz normalen Häckselmais, also unserem ganz normalen Silomais. So, also da ist die Grenze. Das haben wir jetzt dazu gekriegt noch im Herbst. Und hier haben wir das jetzt schon ein Jahr in Bewirtschaftung. Viele von euch fragen sich dann immer, ja, wie kommt das? Wie kriegst du Flächen dazu? Ja, die werden ausgeschrieben und dann kann man im Bietverfahren mitbieten. Und wenn man Höchstbieter ist, kriegt man das Ganze. Jetzt sagt ihr euch, ja, wie kannst du denn die Höchstpreise bieten? Das ist ganz einfach. Ich bin Direktvermarkter. Ich vermarkte alles alleine. Und demzufolge habe ich auch den einen oder anderen Euro mehr zur Verfügung, als wenn man am freien Markt verkauft. Das ist der ganz einfache Unterschied. Zusätzlich decke ich sehr, sehr viel Nährstoffe mit Geraste ab. Also sagen wir mal so, mein Konzept funktioniert ganz gut. So, Flüssigdünger läuft. Stängel hole ich gleich noch ein bisschen nach oben. Da habe ich gestern noch ein bisschen tiefer von den Mikronährstoffen gehabt, damit das schön in den Bestand sich reinsprüht. Ne, die normalen 50 cm, die man über den Bestand ja auch normalerweise Pflanzenschutz ausbringt. Ja, die Sorte heißt hier Elixir. Wie das einstaubt alles, ne? Morgens läuft hier der Tau runter und kommt gleich der Staub und setzt sich fest. Die Sorte heißt hier Elixir. Ist, wenn man so den Wuchs sieht, ist das so erstmal eine Pflanze, die sehr dicht am Boden wächst. Eine Sorte, die sehr dicht am Boden wächst und dann nachher so richtig Gas gibt. Ne? Ist aber eine kleinrahmige Sorte. Funktioniert aber sehr gut, habe ich viele Jahre gute Erfahrungen gemacht. Da hinten habe ich noch ein bisschen Restkomplize und dann auch nochmal Elixir. Genau, also man sieht schon Sortenunterschiede jetzt. Komplize ist doch einer, der jetzt schon mehr Blattmasse hat. Und dieser hier sitzt noch sehr, sehr flach. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser hier mit dem kalten Wetter am besten klarkommt. Komplize geht so. Ich habe jetzt auch ein paar Nachbarbestände beobachtet. Da zum Beispiel ist Weizen nach Raps. Da hinten seht ihr jetzt nicht ganz. Der hat richtig zu tun mit dem kalten Wetter. Der gilbt jetzt richtig aus, richtig durch. Ein Punkt ist auch zum Beispiel, weil er kann keine Nährstoffe mehr binden, weil es vielleicht kalt ist und er wächst nicht mehr richtig. Ein anderer Faktor kann aber sein, er wurde eventuell mit Harnstoff angedüngt. Ne, und dann mineralisiert halt nichts, weil die Böden nach wie vor jeden Tag kalt sind. Wir haben jetzt zwei warme Tage tagsüber gehabt, 16 Grad mal. Ansonsten tagsüber maximal 7 Grad Temperaturen. Und die Umsetzung für Harnstoff passiert erst ab 8 Grad. Klar, die Pflanze kann Minimengen Harnstoff auch selber aufnehmen, sind aber Minimengen. So, soweit dazu. Das sind hier knapp 2 Kilometer übrigens, eine Bahn. Seht ihr, da hinten ist das Ende. Und jetzt fahren wir hier gemütlich mit unseren 10 km/h.
bringt 202 Liter aus. Ja, so ist die Zonenverteilung. Jetzt fahren wir in den besseren Zonen rein. So, soweit erstmal. Jetzt mache ich erstmal die Fläche so ein bisschen fertig. Den Weizen fertig und dann, ja, vielleicht hole ich euch nochmal dazu, wenn wir die Mikros ausbringen im Getreide. Das mache ich wieder heute Abend in den Abendstunden. Ganz abends, vielleicht ganz früh morgens, aber abends hat man natürlich die Pflanze die längste Zeit, das aufzunehmen, bevor es am nächsten Tag die Fläche wieder abtrocknet. Eins, was man noch vielleicht anmerken muss, wenn man Mikronährstoffe zusammen mit Pflanzenschutz fährt, dann kann das die Wirkung von dem Pflanzenschutz herabsetzen. Je nach Zumischbarkeit und Bedingung kann das passieren. Das muss man bloß im Hinterkopf bedenken und dann muss man mal gucken und muss sich belesen, inwieweit das funktioniert. Ansonsten kann ich euch sagen, das ist ja hier geschlitzt. Man muss auch sagen, hier mussten wir eine Fahrgasse ein bisschen öfter durchfahren, weil 2 Kilometer eine Länge. Und selbst da reicht es mit Schlitze nicht hin und zurück. Aber mir im Gesamten muss ich sagen, sieht die Fläche vernünftiger aus nach den Schlitzen. Aber wenn man ja so keine Gärreste sieht, beziehungsweise ganz wenig, wenn ihr das seht, ne? Gut, in der Kamera sieht es ein bisschen mehr aus anscheinend. Aber weil wir auch so ein bisschen in die offenen Schlitze reingucken. Aber zum anderen passt das mit den Fahrgassen halt perfekt, mit den 9 Metern. Und dann haben wir ja wirklich wenig Überfahrten. Ne? Das muss man bei allen Stücken sagen, wir haben wirklich wenig Überfahrten, weil wir meistens hin und zurück kommen. Gefällt mir echt gut, gefällt mir echt gut. So, mit den offenen Schlitzen könnt ihr jetzt viele vielleicht von euch denken, ja, dann trocknet doch der Boden jetzt extra aus. Kann ich nicht feststellen, Leute, kann ich nicht feststellen. Es ist ja auch so, dass wir den Boden aufschlitzen und dann kommen aber da Gärreste rein und die verkleben auch so ein bisschen die Poren. Ne? Das zieht ja natürlich ein, bis auf die festen Stoffe und die festen Stoffe bekleben sozusagen die Innenwand des Schlitzes. Also wenn ich jetzt so einen Schlitz aufwühle, dann ist der Feuchtigkeit. Wir wühlen mal gleich einen Schlitz auf. So, da sind wir jetzt draußen. Guck mal, hier sieht man sogar, hier hat Basti gefahren. Oh, 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 Basti! Oh, 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 hier so ein Fenster freigelassen. Das geht ja gar nicht. Aber man sieht, ich hoffe, man sieht's. Hier sind die Pflanzen heller. Holen wir eine raus. So. Und hier sind sie schon ein bisschen dunkler. Das ist alleine der Unterschied der Nährstoffe. Ich hoffe, man sieht's jetzt. Moment, ich muss mal gucken. Gucken wir uns ein bisschen, drehen wir uns ein bisschen ins Licht. Wenn nicht, müssen wir noch ein bisschen Kontrast mehr aufs Bild geben. Damit wir es sehen. Also die hat schon Nährstoffe, die hier noch nicht. Das sieht man natürlich. Wir haben hier einen Haupttrieb, 2 Bestockungstriebe. Hier ist es genauso. Hier ist ein Haupttrieb, 1 Bestockungstrieb. Hier sind noch kleinere. Hier ist ein Haupttrieb, 2 Bestockungstriebe. Also da geht jetzt ein bisschen was. So. Jetzt holen wir uns mal meine Handschuhe raus. Und dann graben wir mal hier ein bisschen in der Erde rum. Jetzt sehen wir hier auch, hier bin ich jetzt gerade gefahren. Ja, wir haben jetzt hier nur den Tau oben drauf. Unser Dünger ist abgeperlt. Und so soll das auch sein. Der soll abperlen. Jetzt könnt ihr sagen, ja Hannes, aber man kann doch auch ein bisschen was über das Blatt aufnehmen. Ja, dafür müssen aber die Bedingungen stimmen. Hier sehen wir übrigens, hier durch den Schlitz, da kommt komischerweise Weizen. Hier durch, da und da. Anscheinend durch das Zerschneiden der Wurzel wächst ein Trieb aus. Da auch. Ne, das ist ein Ungras. Das zählt nicht. Aber das Weizen müsste ich sowas feststellen. Der war auch ein Gras. Entschuldigung, Leute, war ein Ungras. Gräser kommen jetzt. Da kommen die Gräser. Die geben jetzt Gas. Hier kommt die Kamille. Da ist ein kleines Stiefmütterchen. So, jetzt kommen wir zur Feuchtigkeit. Also, hier sieht so sieht das ohne Schlitz aus. Okay? So, 1 Zentimeter ungefähr ausgetrocknet. So. Jetzt gucken wir mal hier in so einen Schlitz rein. Da. Auch 1 Zentimeter tief ausgetrocknet. Das heißt, hier ist ja diese Haut sozusagen, was ich gesagt habe, hier liegt das Gärres drauf. Wenn wir das wegkratzen, kommt schon die Feuchtigkeit. Also, das ist nicht so, dass durch den Schlitz das Döller austrocknet. Ne? Ihr seht ja, hier ist der Schlitz. Aber es ist so rechts und links beklebt mit dem Gärres. Versteht man? Jo. Ich denke, entscheidend ist, wie tief der Schlitz ist, wie viel Gärreste man ausbringt und, und.
Aber ich kann nicht feststellen, dass dadurch der Boden doller austrocknet. Wichtig ist, wir brauchen mal wieder Regen. Es ist immer so verrückt. Es regnet, es hat den ganzen Winter wirklich jeden zweiten Tag geregnet. Und jetzt wieder einen Monat nichts. Hier sitzt übrigens der Höhensensor von der Spritze. Wollen wir uns jetzt hier hinstellen? Seht ihr das? Fängt er an zu arbeiten. Automatische Höhenregelung ist noch drin. Wenn wir natürlich an der Spritze arbeiten, müssen die ausgehen. Aber hier sitzt er. Zack. Und so steuert er das alles. Und die Spritze ist ja pendelt. Der Spritzbalken ist ja pendelt hier in der Mitte aufgehangen. Wie man das so ein bisschen sieht. Und wie man auch ein bisschen hört, müssen wir den mal wieder abschmieren. Oder die Feder hat geknarrt. Da ist er aufgehangen. Und so kann der pendeln, rechts oder links. Ist ganz nice. So. Das war's erstmal. Und jetzt mache ich hier erstmal alles fertig. Bis dann. So, haben wir Ton? Haben wir. Schönen guten Morgen. Wir haben Samstag früh, kurz nach 8. Ich habe heute Morgen Mikros in der Gerste gefahren. Habe jetzt aber aufgehört, wird ein bisschen windig. Aber ne, auch die müssen da liegen, wo sie liegen müssen. Gerade Gerste hat ja einen erhöhten Manganbedarf. Bei Raps ist es Bor, bei Gerste ist es Mangan. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Pflanzen jetzt vernünftig versorgt. So, ich bin jetzt beim Raps und muss heute, ich habe gestern schon die Gelbschale kontrolliert, weil gestern war es dann, nach zwei Tagen war es dann warm. Da sind allerhand drinne, aber das meiste davon sind Rapsglanzkäfer. Ich habe gestern schon mal geguckt, gestern waren es, oh, weiß ich gar nicht, 50 Rapsglanzkäfer oder so. Aber da ist es ist ja gar nicht drauf zu achten, sondern wir wollen ja den Rüsselkäfer. Und da muss man hier reingucken und man guckt, wie viele Rüsselkäfer man findet. So zwei Erdflöhe sehe ich. Da sehe ich auch noch einen Erdfloh. Das muss ich gleich mal ohne Kamera machen und mal stillhalten. Ich zähle mal kurz. So, 6 Stück habe ich gezählt. Gestern in der anderen Schale hatte ich 3. Das waren noch 2 Tagen. Heute Abend ist der 3. Tag um. 15 Käfer in 3 Tagen. Ja, mein Berufskollege, der hat gestern früh, hat er gesagt, der hatte 2 nach 3 Tagen. Also das bestätigt auch tatsächlich meine Zählung. Ich muss jetzt auch die Tage noch ein Stäbchen mitnehmen, damit die Gelbschale ein bisschen höher kommt. Die muss immer so ein bisschen über den Bestand gucken. Und ja, also 6 Stück. Ich kann heute Abend noch mal fahren, aber jetzt sind es 8 Grad und heute 10 Grad Maximaltemperatur. Heute fliegen nicht viele. Hier, Leute, übrigens, ne? Guckt euch mal die Schweinerei an. Da vorne geht die Bundesstraße lang, ne? Da. Die ganzen Urlauber, die nach Usedom hochfahren, die fahren hier hin. Gut, dass sie gegen Busch pinkeln, ist nicht weiter schlimm. Aber das hier, ne? Das ist schlimm. Überall. Und so sieht das überall aus bei uns an den Feldern, wo eine Straße direkt dran ist, ne? Das ist doch eine Sauerei. Und da sagen die Leute immer, die Landwirte, sollen wir alle bei sich als erstes anfangen. So, also noch keine Schadschwelle erreicht. Oh, das ist aber auch frisch, echt. Wir hatten gestern und vorgestern warm, heute ist kühl, morgen nochmal 15 Grad, dann wird es wieder kalt. Mal gucken, wenn wir Glück haben, kommen wir komplett ohne durch. Erstmal, weil es wieder kalt wird und dann passiert erstmal nichts. Gestern war auch der erste Tag, wo die Xavio, der Xavio Field Manager gesagt hat, guck mal ins Feld, guck mal in die Gelbschalen, die Schwelle könnte überschritten sein. Bis dahin hat Xavio gesagt, ja, Käfer fliegen, aber keine Schadschwelle. Alles richtig bis dahin. Dann, genau, das war der Punkt. Und das haben wir so gemacht. Gelbschalen haben wir kontrolliert. Keine Schadschwelle überschritten. Gerste hat Mangan gekriegt. Die hat auch ein bisschen Bor, Molybden. Da haben wir ein bisschen Mittersalz mit reingenommen. Schwefel und Magnesium. Und ganz bisschen Stickstoff noch übers Blatt. Damit wir die Gerste jetzt möglichst schnell über die kühlen Temperaturen bringen. Man merkt, die Nährstoffe sind da.
aber so richtig kriegt die Pflanze das nicht aufgenommen, weil es einfach zu kalt ist. Man sieht es auch so ein bisschen wirklich, auch die Nachbarbestände nach Weizen, nach Raps, die hungern echt. Die kriegen jetzt echt auch ein bisschen Symptome von Stickstoffmangelerscheinung. Na gut. Soll es erstmal wieder für diese Folge gewesen sein, Leute. Heute ist Einsendeschluss, heute ist Samstag, morgen soll die Folge rauskommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Genau, wir haben noch allerhand Ackerbauliches zu tun. Wir müssen auch noch Kieserit streuen auf den Flächen. Und nebenbei muss ich, glaube ich, die Jungs mal langsam mit dem Strip-Till in Gang schicken. Erstmal müssen wir noch die Fläche fertig machen, wo übernächste Woche die Sonderkulturen gedrillt werden und ein Teil davon. Und dann kommt das Strip-Till auch bald wieder zum Einsatz. Gut, Leute, bis dann. Yeah,